Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Rosé. Ich bin bei Tripwire tätig als Senior Pre-Sales Consultant und arbeite in der Dachregion. Das heißt, ich arbeite in Deutschland, arbeite in Österreich und in der Schweiz zusammen mit meinem Kollegen, dem Gianni Kovac. Der ist Enterprise Key Account Manager, meinem Kollegen Hagen Renner, der ist Partner Account Manager und Steve Collins, der ist Inside Sales Representative, arbeitet von England heraus. Bei dem Webcast, um den es hier heute geht, behandle ich ein Thema, wie ich Vertrauen wiederherstellen kann, nachdem ein Breach stattgefunden hat. Breaches passieren ständig und dieser Webcast soll Ihnen helfen, sich darauf vorzubereiten. Es ist nicht eine Frage, ob ein Breach passiert bei Ihnen, sondern es ist eine Frage, wann es passiert. Und in der Regel müssen Sie dann schnell reagieren. Und dieser Webcast soll Ihnen helfen, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Wenn ein Breach passiert, müssen Sie einen Haufen Fragen beantworten. Und das, was am schlimmsten ist, oder das, was, wo Sie die größten Zweifel haben, ist das, was Sie eigentlich nicht wissen. Sie wissen, dass irgendwas passiert ist, aber Sie wissen nicht genau, wie es passiert ist. Was passiert ist? War das ein Hacker, der von außen auf Ihre Systeme zugegriffen hat? War das jemand von innen? War das vielleicht beides, dass jemand von außen zugegriffen hat, mit der Hilfe von jemand von innen? Wie haben die Personen es geschafft, auf Ihre Systeme zu kommen? Welche Daten sind weg? Das Dumme ist ja, wenn Daten geklaut werden, Sie sind immer noch in Ihrem Unternehmen, aber Sie sind halt auch irgendwo anders. Und das herauszufinden, ist oftmals sehr, sehr schwer. Dann müssen Sie natürlich versuchen, den Schaden zu begrenzen, Ihre Systeme wieder zu säubern. Sie müssen schauen, wie groß der Schaden ist. Sie müssen entscheiden, wer ist verantwortlich dafür oder wer autorisiert mich, hier betroffene infizierte Systeme abzuschalten? Es kann ja sein, dass diese Systeme Teil eines sehr wichtigen Geschäftsprozesses ist. Und wenn ich jetzt diese Systeme abschalten, dann können zum Beispiel meine Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, nicht mehr mit mir kommunizieren. Oder es kann sein, dass meine Fabrikationsstraße, wo ich meine Autos produziere, dass die auch angehalten werden müssen. Es ist also sehr wichtig, dass ich hier im Voraus plane, weil Breaches passieren immer oder in aller Regel zu den ungünstigsten Zeiten. Da, wo Sie es überhaupt nicht brauchen können und Sie können sie eigentlich überhaupt nie brauchen. Sie müssen auch herausfinden, wo Sie gerade sind, wo gerade Ihr Status ist, um dann entscheiden zu können, wie Sie entsprechend reagieren. Langfristig wollen Sie natürlich auch sicherstellen, dass die Sachen, die passiert sind, dass die nicht nochmal bei Ihnen passieren können. Sie wollen sich schützen und wir helfen Ihnen dabei. Wenn nun etwas vorgefallen ist, ist so die erste Aufgabe, dass Sie versuchen zu identifizieren, wo ist das schwarze Schaf, wo ist das System, das gebreached worden ist. Wenn Sie aber im Prinzip näher reingehen, wenn Sie versuchen, das System näher zu analysieren, werden Sie feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Es gibt also nicht nur rote und grüne Systeme, sondern es gibt zum Beispiel ja auch blaue Systeme, Systeme, auf die Sie keine Kontrolle haben, die von einem externen Dienstleister betrieben werden. Es gibt Systeme, die scheinbar funktionieren, aber doch eigentlich gebreached sind. Und wenn Sie dann nochmal näher identifizieren, sehen Sie halt, dass es vielleicht keine ganzen Systeme sind, sondern dass es nur bestimmte Dienste sind. Sie sehen also schon, wenn Sie keine definierte Herangehensweise haben, wenn Sie hier ins Blaue rein versuchen, ein Problem zu analysieren, wird es sehr, sehr schwierig. Wir empfehlen Ihnen einen systematischen Ansatz, um seinen Breach zu behandeln. Und die Herangehensweise, die wir Ihnen empfehlen, besteht aus 8 Stufen. Das erste, das ist angelehnt an Erste Hilfe. Sie haben jetzt ein Problem.
Und jetzt müssen Sie erstmal schauen, wie Sie den Patienten, also sich selber, wie Sie das Ganze stabilisieren. Die einzelnen Phasen werden dann in den nächsten Slides nochmal genauer beschrieben. Die nächste Phase sagen wir Ihnen, oder sollten Sie selber herausfinden, wo sind meine wichtigen Geschäftsprozesse? Die ganzen Geschäftsprozesse werden entsprechend dann priorisiert nach dem Risiko und nach dem Wert dieses Prozesses. Nachdem Sie ja nicht alles auf einmal tun können, nachdem Sie dann im Prinzip priorisiert auf die Schadensbehebung zusteuern sollten, hilft Ihnen diese Phase zu identifizieren, was das Wichtigste, was das Wertvollste für Sie ist, damit Sie dann entsprechend Ihre Manpower, Ihre Leute entsprechend drauf ansetzen. Sie müssen auch wissen, wie es denn eigentlich aussehen soll, wie Ihre Prozesse funktionieren sollen, wie Ihre Server konfiguriert sein müssen, um dann auch Abweichungen kennen zu können. Wenn Sie das nicht haben, wird es extrem schwer bis unmöglich herauszufinden, was auf Ihrem System passiert ist. Um herauszufinden, was passiert ist, brauchen Sie Informationen von Ihren Systemen. Und das sind in aller Regel Log-Informationen. Wenn Hacker versuchen oder wenn Hacker bei Ihnen eindringen, versuchen Sie natürlich, Ihre Spuren zu verwischen. Und wenn es Ihnen gelingt, oder wenn es den Hackern gelingt, die Logfiles zu löschen, haben Sie ein großes Problem, weil Sie nicht wissen, was passiert ist. Also hier ist es, entsprechend wichtig, dass Ihre Log-Informationen in einer geschützten Umgebung sind und auch nicht mehr verändert werden dürfen. Um Abweichungen festzustellen, brauchen Sie eine Methode, wo Sie analysieren, wie ein System auszusehen hat. Sie brauchen also einen geschützten, einen verifizierten, einen vertrauenswürdigen Prozess, der Ihnen ein Referenzsystem liefert. Und dieses Referenzsystem vergleichen Sie dann mit Ihren existierenden, mit Ihren Ist-Systemen. Und die Abweichungen, die Sie sehen, die Unterschiede, das hilft Ihnen dann zu analysieren, wie ein System kompromittiert sein könnte. Abweichungen könnten halt sein, ich habe hier noch neue User-Accounts, ich habe hier Rechte, die geändert worden sind, ich habe hier neue Executables, die darauf installiert worden sind. Wenn Sie so, also um hier Abweichungen erkennen zu können, brauchen Sie einen definierten Prozess, um hier die entsprechenden Changes, die entsprechenden Unterschiede auch identifizieren zu können. Wenn Sie es nun geschafft haben, die Systeme zu identifizieren, die verdächtig sind, dann müssen die natürlich entsprechend aus Ihrer Umgebung rausgenommen werden. Parallel dazu bauen Sie vertrauenswürdige neue Systeme auf und halten damit Ihren Geschäftsbetrieb aufrecht. In dieser Phase ist es extrem wichtig, dass Sie auch kontinuierlich überwachen, was bei Ihnen passiert, welche Logfiles generiert werden, um zu verhindern, dass Sie gleich wieder neu gehackt werden. Sie sind hier in einer ganz kritischen Phase. Sie wissen nicht genau, welche Systeme alle davon betroffen sind. Und wenn Sie zum Beispiel einfach nur ein betroffenes System kopieren, dann haben Sie im Prinzip die Infektion nicht beseitigt. Sondern hier ist es extrem wichtig, dass Sie aufpassen, dass das System im Prinzip aus vertrauenswürdigen Quellen wieder aufgesetzt werden. Das ist jetzt der Überblick und jetzt schauen wir uns die einzelnen Phasen nochmal genauer an. Die erste Phase, und das ist das Wichtigste, wie auch bei der ersten Hilfe, Stabilisierung. Schauen Sie sich an oder überlegen Sie sich, wer hat Zugriff auf Ihre Systeme, auf Ihre Produktivsysteme. Minimieren Sie die Anzahl der Personen, die auf Ihre Produktionssysteme Zugriff haben. Und versuchen Sie auch hier sich zu überlegen, kann ich das mit meinen eigenen Leuten machen oder habe ich auch externe Dienstleister, habe ich Consultants, habe ich Partnerunternehmen, die hier Zugriff auf meine Systeme haben. Sie müssen jetzt hier reagieren und Sie müssen schauen, dass Sie wirklich nur vertrauenswürdigen und wenigen
Kontaktpersonen so wenig wie möglich Zugriff auf ihre Produktionssysteme erlauben. Ändern Sie natürlich sofort alle Credentials von Ihren Produktivsystemen. Hier müssen Sie dann entsprechend mit einbeziehen, wenn Sie Third-Party-Unternehmen haben, wo Sie beispielsweise auch ein Outsourcing gemacht haben. Hier müssen Sie dann entsprechend mit den Partnern zusammenarbeiten, dass sofort alle Credentials von allen Produktivsystemen geändert werden. Changes sind natürlich sehr kritisch. Sie müssen jetzt im Prinzip das System wieder in einen guten Zustand bringen und versuchen Sie bitte, die Changes zu minimieren auf ein absolutes Minimum. Ein absolutes Minimum heißt, kritische System-Patches sind okay, wenn es wirklich benötigt wird. Ansonsten versuchen Sie, das System wirklich in dem Zustand zu halten, wie es jetzt ist. Sie müssen ja herausfinden, was passiert ist. Und dafür ist es extrem wichtig, dass Sie das System halt jetzt nicht wieder in einen dynamischen Zustand versetzen, sondern dass Sie hier entsprechend schauen, dass das System in einem definierten Zustand ist. Es macht in diesem Fall auch einen sehr, sehr großen Sinn, dass Sie beispielsweise eine Kopie erzeugen, damit Sie dann später in der Lage sind, auch mit dieser Kopie zu arbeiten, wenn Sie dann forensische Untersuchungen starten. Also hier ganz wichtig, Stabilisierung ist das Erste, wie auch bei der ersten Hilfe. Sie wollen es am Leben halten, aber gleichzeitig in der Lage sein, dass Sie hier die Analyse starten können. Die nächste und wichtigste Phase ist auch, ich muss wissen, was ich habe. Ich muss ein Inventory starten über meine Hardware und meine Software. Und ich muss auch wissen, wie ich entsprechend dann meine Assets bewerte. Hintergrund dieser Sache ist, ich habe nicht beliebig viele Ressourcen verfügbar und ich arbeite jetzt auch mit limitierten Ressourcen, mit den Ressourcen, die ich mit 100% vertrauen kann. Und ich konzentriere mich jetzt in dieser Phase auf die wichtigsten Systeme, auf meine wichtigsten Daten, die ich für mein Business brauche. Beim Inventory werden Sie halt herausfinden, oder in aller Regel herausfinden, dass Sie zum Beispiel eine Menge von Systemen finden, die nicht zuordnenbar sind, wo Sie nicht sehen, wer der entsprechende Business Owner ist. Und das sind kritische Systeme. Dann müssen Sie entsprechend entscheiden, diese Systeme, die ich jetzt dann gefunden habe, sind die Teil meiner Business-Prozesse. Und wenn ich das nicht weiß, ist es schwierig, dann diese Systeme entsprechend rauszunehmen aus meinem produktiven Environment. Wenn ich dann rausnehme und mein Business-Prozess nicht stimmt und nicht funktioniert, dann habe ich hier im Prinzip ein schwarzes Loch, wo ich nicht weiß, wen ich entsprechend auch wieder ansprechen soll. Also hier Inventory ist ganz wichtig, um entsprechend zu identifizieren, was in meinem Unternehmen läuft und was nicht läuft. Und dieses Inventory sollten Sie natürlich schon vorher gemacht haben, um dann wieder entsprechend vergleichen zu können, was hier jetzt gerade passiert und was hier in Ihrem Unternehmen passiert ist. Versuchen Sie herauszufinden, versuchen Sie zu identifizieren, was Ihre wichtigsten Prozesse sind und dokumentieren Sie das auch entsprechend. Was kostet es Sie, die wichtigsten Prozesse wieder zu reparieren? Können Sie das selber machen? Oder sind Sie hier auf die Hilfe von extern angewiesen? Da empfiehlt es sich halt dann entsprechend auch schon vorher zu sehen, wer die entsprechenden Ansprechpartner sind und wenn die nicht erreichbar sind, wer die Stellvertreter sind. Die Auswirkungen eines Breaches können dann minimiert werden, wenn Sie entsprechend schon vorher, bevor der Breach stattfindet, gut geplant haben und diesen Breach auch in Ihren Notfallplänen hinterlegt haben. Also ein Breach ist ja nichts anderes als als ein normales Desaster. Und Sie sollten, oder unsere Empfehlung ist es hier, dass Sie im Prinzip die Behandlung eines Breaches wie ein normales Desaster behandeln. Und das sollte also Teil Ihrer Governance sein, dass Sie hier sich darum kümmern, dass dieser Breach auch wie ein normales Desaster behandelt wird. Greifen Sie auf Ihre Logdaten zu, achten Sie darauf und stellen Sie sicher, dass die Logdaten nicht verändert werden dürfen. Und verwenden Sie ein Tool, das Ihnen hilft,
aus den Logdaten die kritischen Informationen rauszuziehen. Kritische Informationen wären, es sind neue Executables installiert worden, die Rechte auf meinen Domain-Controllern haben sich geändert, es sind neue User angelegt worden. Das sind die wichtigen Informationen, nach denen Sie suchen, um herauszufinden, was wirklich bei Ihnen passiert ist. Kommunikation ist natürlich entsprechend wichtig. Die Informationen, die Sie hier herausfinden, müssen entsprechend übersetzt werden in eine Sprache, die die Entscheider, die Business Owner verstehen, damit sie entsprechend eine klare Kommunikation haben. In der Phase, wie Sie oder wie Sie die, wie können Sie nun definieren, was ein guter Zustand ist? Sie sollten definiert haben, wie ein System auszusehen hat, das Sie in den Produktivbetrieb übernehmen. Welche Templates gibt es dafür? Welche Applikationen sind darauf installiert? Aus welchen vertrauenswürdigen Quellen wird es installiert? Sind entsprechend die Patches drauf? Habe ich Konfigurationsstandards, die ich einsetze? Habe ich ein Deployment-Verfahren, wo ich hier genau definiere, welche Phasen so ein System zu durchlaufen hat, bevor ich sie entsprechend produktiv schalte? Und das beinhaltet eben die Server, meine Netzwerk-Devices, meine Datenbanken und meine User-Accounts. Wenn ich hier Virtualisierung benutze, von welchen Golden Images mache ich hier Kopien? Habe ich definiert, dass dieses Golden Image regelmäßig aktualisiert wird mit Patches? Habe ich hier einen Deployment-Prozess definiert und wer darf hier entsprechend auch, wer es erlaubt oder wer darf entsprechend hier Kopien davon ziehen? Und diese ganzen Informationen sollten definiert und auch dokumentiert sein, damit ich darauf entsprechend hinzugreifen kann. Wenn Sie jetzt hier nach einem Breach suchen, kann es ja sein, dass Sie trotzdem, also Sie müssen natürlich trotzdem Ihren Geschäftsbetrieb aufrechterhalten. Und dann könnten Sie zum Beispiel auch dazu übergehen, dass Sie ein Backup-Rechenzentrum einsetzen, um damit im Prinzip Ihren Produktivbetrieb aufrechtzuerhalten. Wenn Sie das machen, sollten Sie natürlich sicherstellen, dass dieses System nicht auch gebreached worden ist. Also wenn Sie hier Mirroring-Verfahren haben, wo Sie Ihre Daten und Ihre Server spiegeln, und aktualisieren, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, dieses Backup-Rechenzentrum einzusetzen, weil das ist mit großer Wahrscheinlichkeit dann ebenfalls infiziert. Also hier ist es abhängig davon, wie Sie hier das Backup-Rechenzentrum aufgesetzt haben, und wenn Sie hier Mirroring einsetzen, dann ist es natürlich schwierig, dieses Backup-Rechenzentrum dann in Betrieb zu nehmen. Wenn Sie das nicht haben, ist es eine gute Möglichkeit, damit Ihren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Wenn Sie Systeme von Backups wieder aufsetzen, müssen Sie ja wissen, wie alt das Backup sein muss. Können Sie herausfinden, wie lange der Breach schon bei Ihnen im Unternehmen ist? Können Sie verifizieren, wie lange das Ganze schon passiert? Dann können Sie entsprechend auf ein altes Backup zurückgreifen. Wenn Sie das nicht können, ist es ja nicht gesagt, dass Sie durch das Einspielen eines Backups wieder ein sauberes System haben. Also da müssen Sie dann entsprechend halt wissen und herausfinden, wie lange der Breach bei Ihnen dann schon existiert. Im schlimmsten Fall müssen Sie Systeme neu wieder händisch aufstellen, installieren. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und ist im Prinzip dann nur noch das, was Sie im schlimmsten Fall machen. Weil Zeit haben Sie nicht. Sie müssen schnell reagieren das ist im Prinzip das Letzte, auf was Sie zurückgreifen. Wenn Sie die Systeme neu aufgesetzt haben, sollten Sie und Sie sicher sind, dass diese Systeme nicht infiziert sind, sollten Sie diese neuen Systeme in einem geschützten neuen Produktivnetzwerk aufbauen. Also gehen Sie nicht her und mischen Sie die Netze von Ihren
alten, potenziell gefährdeten, infizierten Systemen mit den neuen Systemen, sondern machen Sie eine klare Trennung. Und legen Sie auch entsprechende Filter in Ihren Firewalls hinterlegen Sie auch entsprechende Filter in Ihren Firewalls, damit hier die Kommunikation zwischen diesen Netzen auch eingeschränkt ist. Hier geht es darum, nun herauszufinden, was bei Ihnen passiert ist. Hier greifen wir in aller Regel halt auf die Logdateien zu. Sie können aber auch natürlich auf Konfigurationsdateien zugreifen. Sie können hier Executables vergleichen, indem Sie die Hash-Werte von einem Referenzsystem haben und Ihrem existierenden Produktivsystem. Wie machen Sie das Ganze? Mache ich das Ganze mit dem Agenten? Mache ich das Agenten los? Mache ich das manuell? Manuell ist so gut wie unmöglich. Also wir haben ein heutiger Server besteht aus vielen, vielen Tausenden, Dateien und das hier manuell zu vergleichen ist so gut wie unmöglich. Also Sie brauchen hier auf jeden Fall Softwareunterstützung und es gibt halt eben Software, die das ganze Agenten losmacht und es gibt halt Software, wo Sie hier entsprechende Agenten benötigen. Hier ist es auch wieder wichtig, wenn Sie im Vorfeld oder jetzt schon Tools einsetzen, die Ihnen so Informationen liefern, wie ein System auszusehen hat oder wie es zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgesehen hat, fällt es Ihnen natürlich dann sehr leicht, Änderungen, Abweichungen zu erkennen. Tripwire Enterprise ist eins von diesen Tools, die Ihnen diese Informationen liefert. Und es ist extrem wertvoll und wichtig und nützlich, dieses Tool zu haben, wenn Sie im Prinzip hier den Verdacht haben, dass das irgendwas nicht autorisiertes auf dem System passiert ist. Die Daten, die Sie nun gesammelt haben, sollten Sie in einen geschützten Bereich kopieren und dann dort entsprechend arbeiten. Hacker versuchen ja ihre Spuren zu löschen und Hacker sind vielleicht jetzt gerade noch in der Phase, wo Sie Ihre Systeme reparieren wollen, in Ihrem Unternehmen drin und könnten ja zum Beispiel auch sehen, was Sie gerade machen. Also hier ist es ganz wichtig, machen Sie die Analyse in einer geschützten Umgebung und machen Sie Kopien, spiegeln Sie Ihre infizierten Systeme, um dann später auch in der Lage zu sein, hier genau herauszufinden, was passiert ist. Es kann ja auch sein, dass Sie diese Informationen an Forensikexperten aus Ihrem eigenen Hause oder von Polizeibehörden weitergeben müssen. Und da ist es im Prinzip wichtig, dass Sie dass Sie keine Beweise vernichten. Wenn Sie zum Beispiel ja auch irgendwelche Prozesse dann später anstreben wollen gegen Dienstleister, die Ihnen nicht oder schwach geschützte Systeme betrieben haben, dann brauchen Sie hier entsprechendes Beweismaterial. Und das ist wichtig, das jetzt in dieser Phase auch zu sammeln. Wenn Sie vergleichen müssen, was Sie haben und was Sie eigentlich haben sollten, kann das, wenn Sie diese Information nicht im Vorfeld gesammelt haben, wie so eine Suche im Heuhaufen gleichen. Typisches Beispiel oder ein sehr anschauliches Beispiel sehen Sie hier auf dem unteren Teil des Screens. Hier sind zwei Bilder und wenn Sie die vergleichen, sehen Sie hier ja, mit ein bisschen Übung schon, dass zum Beispiel da über dem Kopf von dem Jungen halt zwei Fenster statt einem sind. Bei einem Computersystem oder beim komplexen Serversystem aus vielen tausend Dateien ist es extrem schwierig bis unmöglich, hier Veränderungen aufzuzeigen. Die Veränderungen müssen ja auch dann auch bewertet werden. Es gibt eben Veränderungen, die entsprechend relevant, die wichtig, die kritisch sind. Beispiel wäre im Prinzip ein neuer, unbekannter Admin-Account. Und es gibt Veränderungen, die schwer zu bewerten sind. Beispielsweise eine Änderung eines Executables. Dieses Executable könnte durch einen Patch neu verändert worden sein. Und dieser Patch ist in diesem Fall ja eine gute Veränderung, eine gewollte Veränderung. Wie unterscheiden Sie nun oder wie erkennen Sie nun, was eine gute und was eine schlechte Änderung ist? Und da hilft Ihnen auch wieder Software. Gute Software, die in der Lage ist, diese Veränderung auch zu bewerten. Bei den
Netzwerksystemen ist es wichtig, bei den Firewalls, bei den Routern, bei den Switches, ist es wichtig auch zu monitoren und zu überwachen, welche Datenflüsse habe ich. Habe ich hier neue Regeln, die hier eine Kommunikation von innen nach außen oder von außen nach innen mit einem bestimmten Service erlaubt? Habe ich hier irgendwelche Backdoors installiert, die versuchen halt die Daten, die geklaut werden, geschützt nach draußen zu schieben? Ich überwache im Prinzip die Regeln, die Konfiguration, aber auch den bestehenden Datenverkehr. Und wenn ich halt hier beispielsweise sehe, dass ich eine offene Verbindung von einer chinesischen oder russischen IP-Adresse zu meinem Research and Development Server habe, dann muss ich natürlich schon hinterfragen, ist das eine gewollte, eine erlaubte, eine gültige Kommunikation oder muss ich hier sofort reagieren, dass ich die entsprechende Verbindung habe. Je mehr ich diese Prozesse, dieses Herausfinden von Informationen automatisiere, desto eher schaffe ich es, hier meine Analyse zielgerichtet und in einer kurzen Zeit voranzubringen. IT-Umgebungen sind in aller Regel sehr, sehr komplex und je mehr wir virtualisieren, desto komplexer wird das Ganze auch. Unterschiede, Abweichungen in komplexen Umgebungen herauszufinden, ist extrem schwierig und ist ohne Softwareunterstützung so gut wie unmöglich. Wie finden Sie zum Beispiel raus, dass hier neue Benutzer zum Beispiel installiert worden sind? Das ist eine Änderung, die eine niedrige Priorität hat. Oder wie finden Sie raus, dass hier Passwort-Policies geändert worden sind, dass auch schwache Passwörter verwendet werden können. Also das kann man herausfinden, aber natürlich ist diese Information deutlich geringer zu bewerten, wie beispielsweise hier was rot angezeigt ist, dass ich halt neue unbekannte Binaries habe, die ich auch nicht zuordnen kann, wo ich also nicht sagen kann, gehört die zu einer Applikation, gehört die zu einem Patch, gehört die zu einem Betriebssystem, sondern sie ist halt einfach da. Und dann weiß ich jetzt nicht, ist das irgendwas, was nicht dokumentiert ist oder ist das was wirklich eine Hintertür darstellt, wo im Prinzip ein Hacker sich eine Hintertür im Server hinterlegt hat, die er dann später wieder ausnutzen kann, um wieder um das System zuzugreifen. Habe ich hier neue Services hinterlegt, die entsprechend auch aktiv sind, also wo der Server auf bestimmten Ports lauscht? Habe ich hier neue Dienste auf meinem Payment-Server hinterlegt? Wird das Logging abgeschaltet, um Spuren zu hinterlegen, um Spuren zu löschen? Also hier ist wichtig, dass die Changes, die wir erkennen, dass die auch entsprechend analysiert und priorisiert und gewichtet werden. Dass ich dann mich aus der großen Menge von Informationen, die ich im Prinzip bekomme, dass ich dann herausfinden kann, was ist entscheidend, was ist wichtig, wo muss ich suchen. Ich bewerte das Ganze auch nach Risiko. Das heißt, ich analysiere natürlich zuerst diese Systeme, die am wichtigsten für meine Geschäftsprozesse sind. Und da kommen wir halt wieder zu dem, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Also beim Inventory ist es eben wichtig, dann auch zu gewichten, was sind meine wichtigen Systeme, wo liegen meine Geschäftsprozesse. Wenn Sie nun Systeme identifiziert haben, die verdächtig sind oder wo Sie nicht genau wissen, was die machen, dann empfiehlt es sich entsprechend, diese Systeme aus der Produktivumgebung rauszunehmen. Kann natürlich sein, dass es bestimmte Seiteneffekte hat, aber was ist die Konsequenz oder was für Alternativen haben Sie? Lassen Sie es drin, dann wird dieses System halt zum Beispiel auch kann verwendet werden, um weitere Systeme zu identifizieren. Hier also dann die Empfehlung, isolieren Sie das System, wenn Sie es nicht rausnehmen können, isolieren Sie es. Monitoren Sie es, ganz wichtig, was da für Kommunikationsbeziehungen existieren. Wenn Sie sehen, dass hier keine wichtigen Kommunikationsbeziehungen existieren, dann nehmen Sie es raus, packen Sie es in ein isoliertes Netzwerk, wo Sie entsprechend dann auch mit Firewalls das entsprechend abschützen oder schalten Sie es ganz ab. Machen Sie auf jeden Fall aber eine Kopie, um dann später in der Nacharbeit des Breaches in der Lage zu sein, dieses System zu analysieren. Sie müssen ja wissen, was passiert ist, um sich dann genau das in der Zukunft vor diesen Sachen wieder
schützen zu können. Wenn Sie, genau das habe ich gesagt, versuchen Sie herauszufinden, wie die Infektion passiert ist und auf welche Daten zugegriffen wurde, um dann im Prinzip das ganze Problem eingrenzend einschränken zu können. Wenn Sie jetzt Systeme identifiziert haben, die befallen sind, die schädlich sind, wo ich hier Schadcode drauf habe, müssen Sie natürlich die Systeme wieder neu aufsetzen. Und hier ist es entscheidend, dass Sie vertrauenswürdige Quellen haben, hier Betriebssystemquellen, Applikationsquellen, gute Installationsdateien. Sie müssen sicherstellen, dass das System wieder in einem definierten, guten Zustand ist. Und es gibt auch schon dummerweise Schadcode und Angriffe, wo die Hacker im Prinzip in diesem Deployment-Prozess auch drin waren und wo die Hacker in der Lage waren, ihren Schadcode mit hier in das Golden Image einzubringen. Und wenn sie dann im Prinzip ihre Systeme neu ausgerollt haben, haben sie halt dummerweise auch den Schadcode wieder ausgerollt. Also hier ganz wichtig, das Golden Image muss halt regelmäßig mit allen verfügbaren Viren und Malware-Scannern gecheckt werden, dass hier Sie wirklich hier saubere Systeme wieder neu aufstellen. Nachdem die Systeme dann aufgesetzt sind, empfiehlt es sich natürlich, die Systeme zu härten und hier zu verhindern, dass sie einfach wieder infiziert werden können. Hier helfen Ihnen die natürlich die Security Patches, um Security Lücken zu schließen. Sie können aber natürlich auch und Sie sollten auch auf externe Quellen hinzugreifen, also Hardening Guides, die von den Betriebssystemherstellern zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es hier sehr, sehr gute Hilfe und Hilfestellungen im Bereich der SANS Top 20 Critical Security Controls, die Ihnen halt sagen, wie Systeme und wie Netzwerkumgebungen gehärtet aufgesetzt werden. Die CIS, Center for Information Security Benchmarks, sind auch sehr gut geeignet, hier Systeme anhand von Policies zu härten. Und wenn Sie diese Policies entsprechend auf Ihren neuen Systemen ausgerollt haben, empfiehlt es sich auch oder können Sie auch überlegen, ob diese Härtungsregel auch auf den existierenden Systemen umgesetzt werden. Einfach nur, die Systeme müssen robuster sein, sie müssen weniger verwundbar sein, sie müssen sich schützen vor neuen Angriffen und es empfiehlt sich generell, die wichtigen Systeme auch entsprechend zu härten. Das Monitoring ist ganz entscheidend, um Anomalien feststellen zu können. Das Monitoring meiner Logfiles, das Monitoring meiner Datenflüsse ist dann auch ganz extrem wichtig, wenn ich jetzt hier meine Umgebung repariere. Wenn ich meine Systeme neu aufgesetzt habe, muss ich natürlich entsprechend monitoren, muss ich nachsehen, dass hier keine neuen Infektionen passieren. Ich schaue in meine Logfiles, schaue nach, welche Informationen dort drin sind, analysiere die Logfiles und finde heraus, welche wichtigen und relevanten Informationen für mich hier geeignet sind. Wenn ich das Ganze entsprechend auch automatisiere und hier ein Siebensystem einsetze, bin ich halt in der Lage, sehr viel effizienter zu arbeiten und kann dann mit so einem Prinzip die Informationsmenge, die natürlich immer, je mehr Systeme ich habe, desto größer wird diese Informationsmenge, dass die Informationsmenge entsprechend dann auch bearbeitbar ist. Bei der Analyse der entsprechenden Informationen ist es wichtig, dass ich Abweichungen so schnell wie möglich erkenne, dass ich die Systeme, die infiziert sind, so schnell wie möglich isoliere und repariere. Und ich habe wenig Zeit, ich muss schnell reagieren. Je schneller ich reagiere, desto eher kann ich meine Geschäftsprozesse wieder im vollen Umfang bereitstellen. Hier ist es wichtig, so schnell wie möglich reagieren zu können und so schnell wie möglich das Problem einzugrenzen. Wenn Sie Monitoring, wenn Sie ein Audit haben, wenn Sie
hier ihre Systeme in Compliance bringen müssen, dann sehen wir sehr häufig diese Art von Kurven. Also sie haben zu bestimmten Zeiten haben sie halt Audits, die anstehen, und sie haben halt in der Regel einen großen Aufwand und schaffen es aber dann auch, dass sie ihre Systeme zu diesen Zeitpunkten immer in einem Compliance-Zustand sind. Wenn der Audit dann vorbei ist, fokussieren sie ihre Aktivitäten, ihre Zeit auf andere Aktivitäten, und die Systeme ändern sich. Es werden Patches eingespielt, es werden neue Services installiert, und es wird dann in aller Regel nicht darauf geachtet, dass diese Systeme wieder in einem hohen Compliance-Status sind. Sie sehen also immer so diese Auf- und Abbewegungen. Und wenn dann im Prinzip der nächste Audit ansteht, haben Sie dann wieder das Problem, dass Sie einen großen Aufwand haben, Ihre Systeme wieder in den Zustand zu bringen, dass der Auditor die Systeme abnickt. Der zweite Punkt ist, wenn Sie im Prinzip sich dann nach dem Audit nicht mehr so gut um die Systeme kümmern, haben Sie natürlich ein Risiko, weil die Systeme halt dann nicht mehr compliant sind. Und dieses Risiko wächst, je länger der Audit vorbei ist. Und unsere Herangehensweise oder unsere Empfehlung hier ist es, im Prinzip nicht periodisch zu scannen, sondern kontinuierlich zu scannen. Und wie das dann aussieht, sehen wir hier im nächsten Slide. Sie haben einmal einen großen Aufwand, wo Sie die Systeme in Compliance bringen, und Sie überwachen, monitoren kontinuierlich die Systeme, und Abweichungen, die Sie sehen, werden sofort repariert. Und damit schaffen Sie es im Prinzip, die Systeme kontinuierlich in einem Compliance-Zustand zu halten und damit auch das Risiko zu minimieren. Also hier wichtig, kontinuierliches Monitoring schafft mir das Ergebnis, dass ich hier meine Systeme in einem kontinuierlich guten Compliant-Zustand halte. Eins der wichtigsten Punkte ist die Kommunikation. Es ist eine unangenehme Aufgabe, anzuerkennen oder festzustellen, dass hier ein Breach stattgefunden hat. Es ist aber extrem wichtig, hier eine gute Kommunikation durchzuführen. Eine Kommunikation nach innen ist wichtig zu meinem Management, zu meinen Business Ownern. Sie müssen wissen, dass hier was passiert ist. Sie müssen es in der Sprache erfahren, die Sie verstehen. Sie müssen wissen, dass Sie daran arbeiten, diese Probleme zu beseitigen. Die Kommunikation muss kontrolliert sein. Die Kommunikation muss sehr offen sein. Sie priorisieren Ihre Aktivitäten und versprechen, sollten Sie im Prinzip, also Sie sollten nur Sachen zusagen, von denen Sie wissen, dass Sie das auch einhalten. Also beispielsweise, ich schaffe es in den nächsten 3 Stunden, hier einen Überblick zu geben, welche oder wie viele Systeme ich in meinem Unternehmen habe, wie viele IP-Adressen antworten und wie viele von diesen IP-Adressen ich auch kenne. Das ist eine Sache, die kann ich kontrollieren, die kann ich abschätzen, und diese Informationen kann ich entsprechend halt dann weitergeben an mein Management. Ich sollte keine Erwartungen wecken, die ich nicht erfüllen kann, und sollte halt auch, wenn ich jetzt im Prinzip hier Milestones definiert habe, wo ich ja sage, wir haben hier ein Problem, bis Mittag kriegen Sie den ersten Statusreport, wo drin steht, was wir bis jetzt herausgefunden haben, dann ist das was, wo jeder weiß, wo wir gerade stehen. Es ist auch extrem wichtig, eine gute Kommunikationsstrategie nach außen zu haben. Hier beziehen Sie halt entsprechend Ihre Legal-Abteilung mit ein. Hier entsprechen Sie Ihre Public Relations-Teams ein. Es gibt kaum schlimmere Sachen, als wenn Ihre Kunden aus irgendwelchen Internetquellen erfahren, dass Ihre Daten verloren gegangen sind. Das ist eigentlich der Worst Case, und Sie sollten
wenn sowas passiert, eine offensive Informationsstrategie wählen, dass sie halt beispielsweise auf ihrer Hauptwebseite dann Informationen hinterlegen. Wir haben hier, bei uns ist ein Bridge passiert und dort klicken Sie ja drauf, dann kriegen Sie näher Informationen zu diesem Bridge. Alternativ informieren Sie Ihre Kunden und Partner, mit denen Sie halt Geschäftsprozesse haben und die potenziell betroffen sein könnten, im Vorfeld. Gehen Sie voran und sagen Sie, dass hier was passiert ist und dass Sie gerade dabei sind, dieses Problem zu analysieren. Das ist jedenfalls hier im deutschsprachigen Raum sicher der bessere Weg, als zu versuchen, das Ganze zu beschönigen, zu beschwichtigen, zu vermeiden und zu verbergen. Es kommt irgendwie raus, sei es nun von einem internen oder von einem externen oder externe Quellen erfahren ist. Und so ein Breach gibt Ihnen auch die Chance, so komisch und merkwürdig es klingen mag, Ihnen zu zeigen, Ihren externen Partnern zu zeigen, dass Sie hier Risikomanagement betreiben können. Weil ein Breach, der bei Ihnen passiert, wird oder bei Ihren Partnern anderen Herstellern, wird bestimmt auch mal ein Breach passieren. Und so können Sie im Prinzip halt zeigen, dass Sie hier auch sowas gut handeln können, wenn Sie hier eine offensive und eine gute Kommunikationsstrategie wählen. Und hier empfiehlt es sich halt auch, schon entsprechend Informationen vorzubereiten. Sie müssen die richtige Sprache finden, den richtigen Ton finden und müssen auch hier entsprechend die Informationen regelmäßig updaten, damit halt alle wissen, dass sie gerade daran arbeiten und wo sie gerade stehen. Ein wenig Vorsicht müssen Sie auch walten lassen, wie Sie intern kommunizieren. Wenn Sie nun, und das ist ja auch empfehlenswert, hier so ein Krisenteam einzusetzen, dann muss dieses Krisenteam auch über sichere Kommunikationsquellen und Kommunikationskanäle verfügen. Wenn Sie hier per E-Mail beispielsweise Telefonkonferenzen aufsetzen und kommunizieren mit Passwörtern, kann es ja durchaus sein, dass diese E-Mails abgefangen werden von den Hackern und dass die sich dann auch auf diesen Telefonkonferenzen einwählen. Also hier, und das ist auch was wir zum Beispiel bei Tripwire machen, unser Incident Response Team hat eine ausgedruckte Seite mit Informationen, die im Prinzip nur auf diesem Papier existieren, wo dann zum Beispiel halt genau diese drin steht, welche Telefonnummer angerufen werden muss, wer angerufen werden muss, wie die Handynummern der entsprechend verantwortlichen Mitarbeiter sind. Und diese Informationen haben Sie ständig, teilweise ständig bei sich. Das heißt, wenn Sie im Prinzip jetzt hier was finden, wenn Sie reagieren müssen, müssen Sie nicht lange suchen und Sie sind nicht darauf angewiesen, erstmal irgendwelche Kommunikation anzustoßen, sondern Sie wissen ganz klar, was Sie zu tun haben. Und das ist auch ein Tipp, den wir Ihnen geben können. Bereiten Sie sich für so ein Desaster vor. Und ein Beispiel dieser Aktion, die Sie halt im Vorfeld einfach machen können, ist, setzen Sie halt geschützte Kommunikationsmöglichkeiten auf, drucken Sie das Ganze aus und geben Sie es den wichtigen Mitarbeitern, die damit zu tun sind. Und diese Informationen müssen auch abgedatet werden. Wenn hier Mitarbeiter von diesen Incident Response Teams ausscheiden, muss entsprechend die Information geändert werden und die neue Information dann an die neuen Mitarbeiter weitergegeben werden. Wenn Sie so Telekonferenzen aufsetzen, dann schicken Sie das Passwort nicht per E-Mail raus, sondern per SMS. SMS sind in diesem Fall gerichtet an die Mitarbeiter, die hier teilnehmen sollen. Und generell versuchen Sie die, gerade wenn es dann um kritische Informationen geht, versuchen Sie die Anzahl der Leute zu minimieren, die daran arbeiten. Einfach aus dem Hintergrund heraus, je mehr Köche Sie haben, die daran arbeiten, desto unvorhersehbarer wird das Ergebnis, was dabei rauskommt. Wenn Sie die Information, die Sie an Ihr Management weitergeben, muss in der Sprache sein, die das Management versteht. Und das sind halt Bilder. Das sind gute Diagramme, das sind einfache Schaubilder mit einfachen Farben.
Überlegen Sie sich, bei dem Breach sind alle sehr aufgeregt. Das ist ein sehr großer Druck auf die Mitarbeiter, die jetzt im Prinzip reagieren müssen. Es sind wichtige Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Entscheidungen, die unter Umständen auch sehr große Kosten verursachen. Wenn ich halt hier beispielsweise meine E-Commerce-Server abschalten muss, weil ich nicht weiß, in welchem Zustand sie sich befinden. Und hier ist es halt wichtig, eine klare Kommunikationsstrategie zu wählen, gute Informationen und gefilterte Informationen weiterzugeben. Und da bieten wir Ihnen als Tripwire halt vielfältigste Tool, die Ihnen hier schöne Reports generieren, die für die unterschiedlichen Zielgruppen geeignet sind. Wir arbeiten hier mit Key Performance Indicators. Das ist das, was Sie hier unter Attack Surface Indices sehen, wo Sie halt einen sehr einfachen Überblick sehen, wie so der Compliance-Zustand in meinem Unternehmen ist. Für das gesamte Unternehmen und dann auch noch aufgeschlüsselt nach Business Unit. Ich habe hier meinen Business-Kontext, wo ich hier meine Diagramme sehe, wie sich in der Zeitverlauf meine Systeme sich verhalten haben. Ich sehe meine Asset Inventories, meine Inventory-Informationen, wie viele Systeme bei mir vorhanden sind. Und ich habe im Actionable Reports, wo ich hier genau aufzeigen kann, wie der Zustand meines Unternehmens ist. Also wir als Tripwire können Ihnen halt vielfältigste Informationen liefern im Vorfeld eines Breaches, die Sie dann, wenn Sie es brauchen, auch hier vernünftige Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und scheuen Sie sich nicht, externe Hilfe anzufordern. Ein Breach, gerade beim ersten Breach, der bei Ihnen auftritt, Sie wissen oftmals nicht, was Sie machen sollen, wie Sie sich verhalten sollen. Nehmen Sie hier die Hilfe von Drittherstellern, von Beratern in Anspruch, die sowas schon ein paar Mal gemacht haben. Tauschen Sie sich vielleicht im Vorfeld mit Geschäftspartnern aus, wo Sie vielleicht schon in den Medien mal gelesen haben, dass das die auch schon mal einen Vorfall gehabt haben, was diese gemacht haben und wo die entsprechend sich Hilfe besorgt haben. Wir als Tripwire stehen Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Ich habe hier meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Unser CTO, Dwayne Melanson, hat hat einen Twitter-Account, der hier @thatDwayne heißt. Und unser CTO kümmert sich genau um diese Themen und gibt regelmäßig halt Updates von interessanten Informationen, die er gefunden hat oder die er selber auch erzeugt hat. Dann gibt es natürlich unsere Webseite und es gibt eine E-Mail-Adresse, die heißt highperformer@tripwire.com. Hier können Sie Fragen loswerden, die High-Level sind. Hier sind auf dieser E-Mail-Adresse im Prinzip unsere Executives drauf, die Ihnen auch wichtige Tipps liefern können zu Informationen, die Sie selber gerade benötigen. Damit wäre ich am Ende meiner Präsentation und möchte Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Bei Fragen gibt es im Prinzip dieses Fragen-Icon oben rechts im Screen. Und ich schaue mal, was jetzt gerade schon an Fragen aufgetreten ist. Die erste Frage ist von jemandem, der mir sagt, es ist wichtig, dass wir hier eine Kopie ziehen, ein Image, ein Snapshot ziehen von allen Systemen, die potenziell betroffen sind, um damit in der Lage zu sein, später im Nachfeld bei der Analyse herauszufinden, was vorgefallen ist. Das ist ein sehr guter Hinweis und den möchte ich auch einfach so weitergeben. Also wie gesagt, wenn Sie im Prinzip so einen Breach bearbeitet haben, ist es ja dann wichtig, im Nachfeld zu analysieren, wie das dann dazu kommen konnte, um sich dann später dafür schützen zu können. Natürlich ist ein Breach eine unangenehme Sache, die passiert. Und je besser ich vorbereitet bin, oder je besser ich so einen potenziellen Breach in meinen Disaster Recovery Plan, in meinen Business Governance Plan einbezogen habe, desto besser kann ich dann reagieren, wenn es dann nötig ist. Und hier helfen uns halt beispielsweise so Tools wie das Tripwire Enterprise, die halt kontinuierlich über den langen Zeitraum
mir aufzeigen, wie ein System sich geändert hat. Und dann kann ich halt bei meiner Analyse, wenn ich jetzt dann im Prinzip herausfinden muss, wie lange denn ein Hacker bei mir schon im Unternehmen war, kann ich halt herausfinden mit Triple Enterprise, wann, was, wo, wie passiert ist. Und wenn Sie solche Tools halt nicht einsetzen, ist es extrem schwierig, hier diese Informationen bereitzustellen. Und diese Informationen sind auch wichtig, wenn Sie halt von Ihrem Management gefragt werden. Ja, was ist denn passiert? Und wenn Sie darauf keine Antwort geben können, kann es durchaus sein, dass damit Ihr Job in Gefahr ist. Und es sind schon Leute gefeuert worden, weil sie genau das nicht beantworten können. Also was ist passiert? Wenn Sie das nicht beantworten können, dann kann es wie gesagt sein, dass Sie Ihren Job loswerden. Okay. Falls Sie noch weitere Fragen haben, würde ich Sie bitten, die jetzt zu stellen. Wie gesagt, Sie haben hier dieses Fragezeichen. Entschuldigung, Sie haben den Question-Button und dort können Sie entsprechend die Fragen hinterlegen. Ich warte noch ein bisschen, ob noch neue Fragen reinkommen. Noch weitere Fragen? Falls das nicht der Fall ist, möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Es hat mich gefreut, dass so viele Leute teilgenommen haben. Und ich stehe Ihnen natürlich, ich und meine Kollegen, Hagen Reinhardt, Johnny Kovac, Steve Collins, stehen Ihnen natürlich für weitere Fragen zur Verfügung. Und ich freue mich, würde mich freuen, Sie in Bälde mal persönlich zu treffen, damit wir dann auch über genau diese Themen diskutieren können. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.